Guten Tag und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 aus dem Hause Dave Dern TV. Wie mal live auf twitch.tv/DaveDernTV. Unter anderem mit einem neuen Zuschauer, MEK2904 oder so ähnlich. Ich weiß es nicht ganz genau. Ein Zuschauer, der vom lieben Get Germanized zu mir gefunden hat. Vom lieben Vuko, sehr guter Freund von mir. Einer meiner besten Freunde. Und auch sehr, sehr netter YouTube-Kollege, der so wie ich Videos zur deutschen Sprache und Kultur macht. Ja. Ist das wieder so buggy hier, dass ich die Waffe nicht aufnehmen kann? Ja. Okay, anscheinend schon. Ja, einen Tag später. Heute haben wir den... Ich weiß gar nicht. Einen Tag später nach gestern, auf jeden Fall. Anfang April. Und wir waren hier draußen in der Pampa. Genau, weil hier irgendwie ein Gemälde oder irgendwas, ein Kunstwerk abgestürzt ist, was irgendwie auf dem Mond war oder so, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Twist and Turn daran. Also irgendwie sind die ganzen, ich weiß nicht, diese Waffen sind ein bisschen buggy, ne? Egal, soll mich nicht stören, euch hoffentlich auch nicht. Interessante Geräusche. Wir gucken mal, was wir machen. Und zwar, das ist ja wie gesagt die Hauptmission. Ja, ich weiß das wohl. Wenn du bei der Party mitmischen willst, nur zu. Wer weiß, vielleicht geht's ja richtig ab. Aber pass bloß auf dich auf. Das ist kein Grillfest im Vorgarten deines Onkels. Ein falsches Wort, eine falsche Bewegung und schon fliegen die Fetzen. Deine Fetzen. Stadium Love, sieh nach, was los ist. Geräuschquelle. Was war das denn her? Das sagt mir jetzt gar nichts. Ich meine, das muss nichts heißen, ne? Aber. Habe ich die jetzt angewählt? Ja, habe ich. Dann machen wir die doch mal. Wo ist denn mein Porsche? Mein Porsche. Da vorne. Geh nicht ohne meinen Porsche. Muss ich nur gucken, dass. Was? Okay. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwie über die. Ja. Wow, okay. Aber schön, dass es so eine kleine Mechanik gibt, dass sich das Auto dann wieder sehr selber schnell aufstellt. Finde ich ja ganz cool. Geräuschquelle. Mhm. Ich fände es noch ganz cool, wenn man, glaube ich, manchmal bei Missionen noch so eine Info dabei hätte, von wem die kamen ursprünglich, da kam auch gerade ein Auto irgendwo her. Woher das kam, weiß ich auch nicht. Aus dem Äther, aus dem Nichts. Hier kann man so richtig schön brettern. Das ist das, was mich so ein bisschen an Opeth erinnert. Master's Apprentice. Ist auch ein etwas selbe Tempo, würde ich fast sogar sagen. Also annähernd zumindest. Falls jemand von euch das Lied kennt, wenn ja, Props an euch, weil Opeth sind geil. Da sind wir doch beim letzten Mal erst hergefahren, oder? Als wir von Julie wieder weggefahren sind, die ja mittlerweile leider wohl. Wow! Die mittlerweile, glaube ich, ja, obwohl sie hat ja gesagt, sie bleibt noch ein paar Tage. Aber sie ist im Inbegriff zu gehen. Also die Stadt zu verlassen und irgendwo ein neues Leben anzufangen. Außerhalb von Night City. Was ich ihr, wie gesagt, auch nicht verübeln kann, aber es kommt mir also dem. Das ist noch eins zu eins der Weg, den wir schon gefahren sind gestern. Also in der letzten Folge für euch. Da oben. Das Lied finde ich ganz cool, muss ich sagen. Habe ich auch gesagt. Ich höre euch nicht. What? Alle mal herhören. Gunner will, dass ihr euch amüsiert. Verdammt geil amüsiert. Darum winkt dem Gewinner eine Belohnung. Na, was? Er will noch sein Glück versuchen.
Ganz schön heiß. Ja, und sie, glaube ich, braucht mal so ein bisschen Erfrischung, wie es aussieht. Weiß es nicht genau. Warte mal, wir können... Huch. Kann ich hier drauf stehen auf dem Ding? Ja, okay. Was zur Hölle willst du? Ist das eine Fangfrage? Das ist doch eine Party hier, oder? Für geladene Gäste. Und geladen ist, wer die Flagge respektiert. Also hau ab! Reg dich ab. Ich will nur etwas Spaß haben. Ein Bier trinken, eine rauchen. Hältst du das für ein verdammtes Nachbarschaftspicknick? Schum, du bist ganz schön aggro. Was ist denn los? Probleme mit deiner Alten? Hast einen Clown gefrühstückt, was? Willst du mal richtig lachen? Wir wollen alle mal lachen, Walker. Alle haben Spaß. Bisschen wie 4. Juli. Wäre ein Jammer, wenn ich Gunner berichten müsste, dass uns jemand diesen schönen Tag versaut hat. Ja, schon gut. Okay. Also, Chum, geh, trink, amüsier dich. Feier dein stattliches Ergebnis. Mein stattliches Ergebnis? Haltet ihr hier so eine Art Wettkampf ab? Ja, wir schießen. Oh Gott. Ich mach mit. Tja, Pech für dich. Wir wollten gerade aufhören. Was? Habt ihr Schiss, dass ich euch fertig mache? Hast du denn Schimmer, mit wem du hier redest? Hä? Ich war dreimal an der Front. Dreimal. Ich hab Kampferfahrung. Mhm. Bleib cool, Walker. Was hab ich vorhin gesagt? Wir wollen nur etwas Spaß haben. Wenn du uns was beweisen willst. Nur zu? Könnte lustig werden. Ja, schauen wir mal. Wie lauten die Regeln? Kein normaler Schießwettbewerb. Du brauchst einen scharfen Blick, aber einen noch stärkeren Kopf. Du brauchst das für den Kopf. Weil wir vor jedem Schuss eine Runde trinken. Auf Gunner, unseren neuen Boss. Das klingt gut. Muss ich sonst noch was wissen? 4 Stationen. Du schießt innerhalb der Zeit auf die Ziele mit Holds Gesicht. Je mehr du triffst, desto besser. Derzeit hält Walker den Rekord. 43 Punkte. Wenn du ihn schlägst... Jackpot! Mhm. Schießen wir Holt in Stücke. Dachte ich mir. Sahst schon wie ein Großmaul aus. Mal sehen, was du drauf hast. Holt. Nimm diesen Revolver. Nur Schüsse damit werden gezählt. Wir testen ihr Können, nicht Tech. Geh zur ersten Station. Wir fangen an, wenn du soweit bist. Hals- und Beinbruch. Danke. Komm schon, trink! Was? Wen darf ich denn anschießen? Was darf ich denn? Meine ich natürlich. Ach so, ich muss ja vorher trinken! Genau! Das war ja der Twist. 12 Sekunden, los! Bleib beim Schießen hinter der Linie! Sonst wirst du disqualifiziert! Was muss ich denn schießen? Hä? Über der Linie! Du bist raus! Ach ihn! Ach so! Oh shit! Weniger trinken, Leute. Weniger trinken. Alter, die Minimap, ne? Ja. Mal gucken, wo er jetzt lädt. Ich hoffe, direkt davor, damit ich das nochmal machen kann. Ich habe diese Gesichter da irgendwie nicht so ganz als so Schießdinger angesehen, aber... Vor allem weiß ich ja nicht, wer Holt ist, oder? Also... Ach scheiße, nach der Mission. Na gut. Weiß, ich könnte davor einen Spielstand laden, theoretisch gesehen. Warte mal. Welcome! Danke für deinen Follow! M-A-K oder Mac oder Mac oder wie auch immer. Guten Tag. Machen wir das hier mal.
Schau mal, wo wir hier, ob wir hier vorher anfangen oder wie das ist. Ich weiß es nicht ganz genau. Könnte eigentlich sein. Ja, das ist doch... Na komm schon! Komm schon! Trink! Bäh. 12 Sekunden! Los! Bleib beim Schießen hinter der Linie! Sonst wirst du disqualifiziert! Willkommen. Halt! Zeit ist um! Nächste Station! Okay, da oben. Ich liebe diesen Doppelsprung, ne? Hey, hey! Erst der Wodka! Dann schießt du Holt ab! Muss erstmal eben gucken. Da, okay. Ich sag's dir, Mann! Der Wind! Usch. Irgendwie eine coole Sache. Tinte ist wahrscheinlich der Lebendige. Was ist das? Frostschutz? Egal, hallo. Schieß, du hast 12 Sekunden. Ja, ich... Wenn du nicht vor der Linie stehst und schießt, bist du draußen. Mein Finger ist abgerutscht. Du hattest deine Chance, Rudi. Das ist nicht fair. Und stopp. Nächste Station. Ich glaube, wir haben alle getroffen, ne? Diesmal. Crazy. Kann ich das vorher nachladen, das Ding? Ja. Da hinten. Okay. Huch. Nein, 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 nein. Weg mit dem Scheiß, auf Gunner! Na, wo ist denn? Da, okay. Ja. Du hast 12 Sekunden, los, los, los! Bleib hinter der Linie, hier wird nicht geschummelt. Bleib doch hinter der Linie, hör auf zu schreien, du alte Truller. Stopp, letzte Station. Ich glaube, ich habe bisher nur einen verpasst oder so, oder zwei maximal, ne? Da hinten, okay. Marc, das ist, durch diesen Doppelsprung, den wir haben, haben wir jetzt halt auch so ein Parcours-Element da drin, eigentlich. Das finde ich ganz cool. Ja, scheiße, das ist aber doch zu hoch. Zu steil. Wie komme ich denn da jetzt am besten hoch? Hier, okay. Wir können es auch einfach ganz konventionell machen und über die Treppe gehen, aber. Ach, kleiner Juck. Achso, hier drüber. Was bist du denn? Ah, ich brauche einen Ripper-Dog. Okay, bei dem gucken wir, glaube ich, gleich nochmal vorbei. Noch eine Runde, trink. Ja, okay. Ich glaube, ich muss kotzen. Ja, aber nicht auf mich. Der Rest ist mir egal. Boah, der ist ja pisswarm. Was denn sonst bei der Hitze? Schieß, 12 Sekunden. Denk an die Linie! Ein Schritt zu weit und du bist raus! Ach, halt doch die Fresse. Die Zeit ist um, das war's. Geh dein Ergebnis checken. Der Vertreter 100 Meter, ja. Vorher, also das muss eigentlich relativ gut sein, weil wir haben uns echt gut geschlagen, wenn ich erstmal so sagen darf. Und das darf ich so sagen, weil es gut war. Ergibt das Sinn? Ich hoffe ja. Kann dir bei Geldproblemen helfen? Sag dir einfach mal so random. Hab gehört, bei euch läuft's nicht gut. Das ist eine Untertreibung. Wir sind für jede Hilfe dankbar. Ja, und jetzt gebe ich es ihm dann doch. Ach so, ich kann dir bei Geldproblemen helfen, weil wir uns dann was von ihm kaufen würden, Chrome und so. Geht euch das Chrome aus? Alles klar. So meint er das wahrscheinlich. Oak. Aber wie meine Kunden sagen würden, es ist besser als nichts. Ich brauche einen Ripper-Dog. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Ich glaube, wir haben da ehrlich gesagt nichts mehr, was wir jetzt noch... Red? 12 Konstitution. Alright.
Panzerung, ja. Tja, eigentlich. Reachdauer, Gesundheitsregeneration. Sind technische Fähigkeiten. Okay, ach, weißt du was, ich glaube, das lassen wir einfach mal. So. Zu spät den zweiten Sprung gemacht. Nein. Ich zeig dir, wie das geht! Ach, doof! Das war meine Dummheit. Absolut meine Dummheit. Ich wollte auch nicht auf ihn draufspringen. Ich war einfach nur so... Nicht im Ernst. Was ist das denn für ein Safe Point, bitte? Nicht im Ernst. Noch eine Runde, trink. Okay, ja gut. Machen wir die nochmal eben. Der ist ja pisswarm. Ja, komm. Was denn sonst bei der Hitze? Schieß! 12 Sekunden! Denk an die Linie! Ein Schritt zu weit und du bist raus! Die Zeit ist um, das war's. Geh dein Ergebnis checken. Muss jetzt echt besser aufpassen gleich. Das ist so ein bisschen Spider-Man-mäßig auch. Nur ohne das... Hallo? Das Seil. Also, die Spinnennetze. Wollen wir mal sehen. Oh, mit Tablet sogar. Fancy. Erster Platz! Verdammt beeindruckend. Hier, hast du dir verdient. Was soll der Scheiß? Das ist unmöglich! Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Weißt du, Sixth Street könnte mehr Schützen wie dich gebrauchen. Ha. Ich glaube, Gunner würde gern mal mit dir reden. Nimm dich sicher unter seine Fittiche. Gunner kann von einem Megagebäude springen. Danke für das Angebot. Weiß ich zu schätzen. Aber das ist nichts für mich. Ich verstehe. Wir hatten unseren Spaß. Haben zusammen getrunken. Aber wenn ich dich auf der Straße sehe, macht das keinen Unterschied. Du bist entweder für oder gegen uns. Mhm. Das werde ich mir merken. Und für den Gewinner. Mit Glückwunsch von Gunner. Wuhu! In USA! In USA! Das ist jetzt, ich dachte, das wäre er noch gewesen. Lasst uns trinken! Sixth Street! Sixth Street! Sixth Street. Ach, voll der Zungenbrecher. Divided we stand. Cool. Ja, okay. Following the river. Geh zu River. Ach, der River. Der Peter Pan-Fall ist abgeschlossen, also du weißt, dass du diesen Bullen nie wiedersehen musst, oder? Okay, ich verstehe schon. Ihr seid zusammen durch die Scheiße gewartet und jetzt wollt ihr euch feiern. Aber ein Familienessen, ernsthaft? Könnt ihr nicht einfach in eine Bar gehen, 10 Tequilas weghauen und die leere Flasche auf dem Containerschädel zertrümmern? Du wirst weich wie... Ach, Johnny. Das ist ja immer Johnny, der, so verstehe ich es zumindest, der diese Missionstexte vorträgt. Ja, eigentlich wollte ich da nicht drauf, aber gut.